Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um einen Gepäckträger, und zwar der von Thule. Ne? Dieses Teil habe ich gesehen, war ich mal unterwegs und habe das mal im Schaufenster gesehen und dachte, Mensch, das kannst du dir auch kaufen. Für ein Mountainbike, vollgefedert, funktioniert dieser Gepäckträger. Ne? Denn da kann man auch noch so Taschen mit anbauen. Also ich finde das Ding ganz toll. Das würde natürlich jetzt so aussehen. Das Einzige ist so, wir müssen auf jeden Fall gucken, wie das mit dem Schutzblech ist. Der passt nachher nicht mehr, ne? Den müssen wir jetzt abnehmen. Und den bekommen wir wohl auch nicht mehr ran, weil das zu eng wird hier. So, also es muss so sein. Die Höhe ein bisschen anpassen, so würde es aussehen. Na. Und da müssen wir natürlich jetzt irgendwie sehen, dass wir da ein Schutzblech anbauen, so mit rostfreien Schrauben. Irgendwas zuschneiden, dass wir da wirklich auch Spritzwasser geschützt sind, weil sonst würde ich das Ding natürlich nicht anbauen. Dann müsste ich mein Schutzblech haben, weil das nervt mich ein bisschen. Ne? Ohne Schutzblech zu fahren, gerade im Regen, ist doof, soll ja ein Tourenrad werden und da muss ich natürlich jetzt ein Schutzblech dran haben. So Leute, das ist der Lieferumfang. Karton, ganz klar der Gepäckträger, eine Bedienungsanleitung und das sind hier jetzt die Streben, ne? Lass uns mal aufmachen. Und jetzt seht ihr, Imbusschlüssel, alle dabei. Dann haben wir hier vier Schrauben. Da müssen wir gucken, wofür die gleich sind. Ich denke mal, die gehören zu den Streben hier. Und jetzt sind hier je immer zwei Streben, je nachdem, wie das passt, ne? Drei verschiedene Längen. Einmal die kurzen, mittlere und die langen. Ne? So, und das ist auch schon alles und damit kriegen wir auch alles hin. Das heißt, alle Werkzeuge sind eigentlich dabei, alle Schrauben, selbstsichern sogar. Jetzt müssen wir nur uns einmal ganz kurz belesen, wie wir hier diese Schnallen aufmachen. Jetzt gucken wir noch einmal ganz kurz rein, und zwar um das zu öffnen. Ne? Da ist so ein extra Schlüssel noch mit beigelegt. Den Schlüssel rein, das ist der blaue Teil, reinstecken und links rumdrehen. Und dann kann man den öffnen. Mehr brauche ich nicht lesen, aber definitiv ist hier die dabei, falls ihr nicht wisst, wie es geht. Hier steht alles dran. Nichts einklemmen. Genau so. Und den. Passen wir so, ne? So. Jo. Dann hier hinter durchführen. So. Und wenn das jetzt gut sitzt, hier durch, so. Und jetzt müssen wir aber den nicht stramm ziehen, sondern der muss lose sein. Wir müssen ja also locker sein, damit wir den ein, zweimal eingedreht bekommen. Ne? Sonst klemmt er sich ja nicht richtig. So, wenn das so ist. Ihr seht ja, jetzt zieht er den mit rein und dann dreht sich das so ein und dann rutscht auch nichts mehr raus. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf aufpasst und wie gesagt, nicht gleich stramm machen, dann zieht sich das ja nicht, das wird dann nicht stramm. Ne? So, und jetzt haben wir das schon so einigermaßen sitzt. So, und ist okay, ne? Das können wir nicht helfen. Wir machen es erstmal fest und dann können wir es zur Not auch mal verändern, wenn uns was nicht gefällt. So, und jetzt hier genau das Gleiche. Den machen wir jetzt auch circa passend. Erstmal so, dass er auf jeden Fall anliegt. Am Rahmen hier, ne? An der Schwinge, so, dass das auch passt. So. Ja. Ticken zu hoch, ne? Bis Mitte Schraube sind es. Ja, sagen wir mal 11,8. Und hier jetzt auch 11,8. Also so soll es genau jetzt gleich sein. Und jetzt könnten wir es anziehen. Also die passenden Verstrebungen hier suchen.
Da würden die mittleren wohl gehen. Ne? Ich denke mal, die mittleren passen. Hier geht er durch, Gewinde ist hinten. Ne? Machen wir den ersten mal so ran. Und drehen den schon mal so leicht rein. Ne? Ja. Ungefähr, ne? Ticken tiefer muss der noch. Erstmal fertig. Jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir dann jetzt hier ein, ja, so ein Schutzblech wieder ran, ne? Also das Teil hier. Das passt ja nicht mehr, ne? Also wir müssen jetzt hier irgendwas machen, so ein altes Schutzblech haben, abschneiden und das hier unterschrauben. Irgendwie mit rostfreien Schrauben, irgendwie 2A oder was besorgen, zwei Schrauben, muttern und dann besorgen wir ein altes Schutzblech und fertigen uns das selbst an. Gut, hat aber Spaß gemacht und ja, dann muss ich schauen, was ich jetzt mache. So, das sind die Schutzbleche. In blau gehalten, also ich finde das wirklich passend zu meinem Fahrrad. Also Gepäckträger ist dran, Satteltasche habe ich jetzt die blaue dran, aber darum ging es gar nicht, sondern es ging ja darum, dass ich jetzt hier ein Schutzblech anbauen wollte. Ne? Und jetzt habe ich hier dieses blaue genommen, ja, das war ja ein Schutzblech, das hatte eigentlich den Sinn hier ran, an die Sattelstütze und ist dann immer mitgegangen, aber ich wollte ja mit dem Teil jetzt einmal hier unter dem Sattel bzw. unter dem Gepäckträger ran. Und das ging nicht, ne? Denn wenn das dann gefedert hätte, das hätte nicht mehr gepasst. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich den hier mit Kabelbindern, zwei Kabelbindern so rumgelegt, schön stramm. Und dann hier sind Löcher drin gewesen. Ich habe hier nichts extra gebohrt, nichts kaputt gemacht. Einfach nur dann nochmal Kabelbinder durch, ja, dreimal, damit es auf jeden Fall super hält. Und genau das gleiche habe ich hier gemacht. Hier kam ich auch ran mit Kabelbindern und hier auch. Je zwei ist super stabil fest. Und so kann das bleiben, ne? Und ich finde das gar nicht so schlecht. Und es passt zusammen. Ne? Es ist alles eben halt in Blau. Ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Ne? Kann natürlich auch die Satteltaschen in Schwarz rannehmen. Das kann ich mir selbst wählen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt in Blau, das Rad ist blau. Und da habe ich mir mal gesagt, dann machen wir das mal alles so einheitlich. So, also ich finde das Teil klasse. Optisch passt es. Wie gesagt, wackelt nicht, klappert nicht. Ja, und das mit den Kabelbindern fand ich die beste und günstigste Lösung, da wir hier nichts kaputt machen und ich das auf jeden Fall wieder so zurückrüsten kann, dass das auf jeden Fall läuft. Ne?